Hier haben wir einen Skoda Octavia RS in der Farbe Velvet Rot Metallic mit 147 kW und 200 PS. Das Auto schiebt also schon echt gut an. Mit Alcantara-Ausstattung, Sportsitzen und wir haben ein Handgerät mit einem Multifunktionsdrehknopf drauf und der Pedalsperre. Und was das Auto so kann, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sitzen wir in unserem schönen Octavia RS. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin positiv überrascht mit der Carbon-Optik hier drin, mit dem Alcantara, das Sportlenkrad, auch dass der Dachhimmel komplett schwarz ist. Wunderschön. Wir haben jetzt hier ein Drehdruckhandgerät drin und einen Multifunktionsdrehknopf. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los und gucken, was der Wagen so drauf hat. Dann schauen wir mal, ob wir die Launch Control provoziert kriegen. So. Bremse rein. Gas geben. Bitte Gas. Okay. Okay. Der Wagen hat definitiv Dampf. Das macht auf jeden Fall Laune. Man hat auch ganz leicht die Reifen gehört. Aber der Wagen hat auf jeden Fall Dampf unter der Haube. Ja, das ist jetzt natürlich was Tolles. Du musst jetzt nicht mehr umgreifen, um an den Blinker dran zu kommen, ne? Genau, reicht. Genau. Und jetzt hält er den Blinker die ganze Zeit fest. Liegt schmummeriger. Ich eier deutlich mehr als. Aber das kann natürlich auch an den Winterrädern liegen. Das kann an den Winterrädern liegen und wir haben auch heute echt viel Wind. Das ist vorbei. Ja, aber heute kriegst du echt eingepustet. Ja. Was angenehm ist, ist tatsächlich das Head-Up-Display in Blau. Also der hängt schön am Gas. Das würde ich sagen, ja. Und du hast das Gefühl, du fährst einen Sechszylinder. Vom Verhalten her, von der Geräuschentwicklung her, klasse. Der macht schon, wenn man da mal reintritt, macht der schon Spaß. Ach, nicht, dass das hier ein Sechszylinder ist. Nein, ist es nicht. Der Wagen fährt sich echt schön und wir haben Stauraum ohne Ende. Ne? Das ist wohl wahr. So, dann haben wir die erste Probefahrt hinter uns. Genau. Ja, also ich bin sehr, sehr angetan. Das muss ich gerade mal sagen. Du hast nicht gelogen. Das ist eine tolle Fahrerei. Also die Umstellung ist gar nicht so groß. Und was ist wirklich der Ding? In der Hand jetzt hier alles, das ist besser.